Hallo Freunde der virtuellen Realität, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen News-Sendung und ja, es gibt wieder mega viel zu berichten und um Oculus, Facebook ist es ja sowieso momentan nie still und gestern habe ich ja schon eine Eilmeldung rausgehauen für die Quest 2, da gab es ja einen Leak. Heute ist nochmal was Neues rausgekommen, da gehen wir ganz kurz drauf ein. Das Video, falls ihr das gestern verpasst habt, packe ich in die Infobox und auch in die Beschreibung, also schaut da definitiv auch mal rein. Und ja, dann haben wir Facebook Connect als Thema oder Oculus Connect, da sprechen wir mal ganz kurz drüber. Und ja, dann haben wir noch Vive Focus Plus 5G Edition, mal schauen, da gibt es irgendwelche Neuigkeiten. Dann haben wir noch Netflix als Thema. Vielleicht kommt da noch was in AR, VR, mal schauen. Dann bastelt Samsung eventuell an einer HoloLens-Kopie. Und da gehen wir mal ganz kurz drauf ein. Dann haben wir noch unsere Game-Sektion, sage ich mal. Da gibt es Propagation, das ist ein Zombie-Shooter aus Frankreich, soweit ich weiß. Und ja, den habe ich leider auch noch nicht testen können. Aber da gibt es einen Trailer zu sehen und ja, ein paar Neuigkeiten. Und dann gibt es Gnomes and Goblins, was bald erscheint. Und dann haben wir noch Far Cry VR. Und dann haben wir noch Argos, A Game of Space. Beides von Ubisoft. Und ja, ich würde sagen, gehen wir zu unserem ersten Thema. Das wäre Facebook und die Quest 2. So, hier sind wir beim Update Quest 2 Leak und ja, gestern habe ich ja dazu schon mal was gesagt. Heute gab es wieder einen Leak und zwar ein Verpackungsleak und den zeige ich euch jetzt mal kurz. Und da wurden Spiele geleakt, die noch überhaupt nicht einmal angekündigt wurden und auch noch nicht erschienen sind. Und hier sehen wir einmal die Vorderseite auch und ja, hier oben sehen wir die angekündigten Spiele. Das ist einmal Star Wars Tales from the Galaxy Edge, da gehen wir gleich nochmal ganz kurz drauf ein. Das 2020 erscheinen soll. Dann Horizon, was noch in der Beta-Phase sich befindet. Habe ich mich auch für angemeldet, bin ich leider noch nicht für angenommen worden. Und dann den Fortnite-Klon Population One, da bin ich auch mit dem Entwickler in Kontakt schon seit längerem, aber da habe ich auch schon länger nichts mehr von gehört. Und dann die unangekündigten Titel The Climb 2, also habe ich überhaupt noch nichts von gehört und Jurassic World Aftermath und ja, also das sind natürlich auch Namen wieder, Star Wars, Jurassic World, Jurassic Park, The Climb ist natürlich auch ein cooler Titel, aber diese großen Namen, die ziehen natürlich auch Käufer an und ja, also auf ein Jurassic World freue ich mich tierisch, also so richtige Dinosaurier-Games in VR haben wir ja noch nicht gehabt und das ist auch ein Thema, was ich richtig geil finde eigentlich und ich habe noch kein gutes Spiel da in VR gesehen. Es gibt natürlich welche, aber die haben mir alle nicht gefallen. Und ja, jetzt zeige ich euch mal ganz kurz hier die Verpackung, die geleakt wurde. Und hier unten sehen wir auch die Spiele. Und ich habe das Bild mal groß gezoomt. Ich werde das mal ganz kurz hier aufs Bild legen. So, und hier sehen wir oben links Star Wars und dann The Climb, Jurassic World, Horizon, Population One und dann Beat Saber. Gut, Beat Saber kennt natürlich jeder. Ist auch ein Publikumsmagnet, sage ich mal, oder Spielemagnet. Also das spielen super viele Leute und das zieht natürlich auch Käufer an. Aber dafür jetzt extra eine Quest 2 holen, wäre jetzt Quatsch. Aber ansonsten die Spiele. Ist natürlich auch noch alles fragwürdig. Was wird Quest 2 exklusiv, was nicht? Gibt es überhaupt Quest 2 exklusive Titel? Und ja, es wäre natürlich am fairsten, wenn man das so macht, dass Quest weiterhin alle Spiele spielen kann, nur in Grafik reduzierte Einstellungen und Quest 2 halt in höherer Grafikeinstellung wie am PC halt auch. Das wäre halt fair, aber lass uns einfach mal überraschen. Ja, das war der Quest 2 Leak. Oder der neue Quest 2 Leak. Und jetzt können wir mal ganz kurz uns Star Wars The Tales from the Galaxy Edge anschauen. Da habe ich auch nochmal hier die Seite aufgeöffnet. Und ja, neue Infos zu Star Wars Tales from the Galaxy Edge. Und ja, ich habe jetzt gelesen, es soll definitiv mehr Spieleanteile haben. Also nicht so wirklich mehr so ein interaktiver Film, sondern soll wirklich mehr Spieleanteil haben. Und ja, da bin ich drauf echt gespannt.
So richtige geile Star Wars Games sind natürlich mega wichtig und ja, ich hätte mir bei Vader Immortal auch ein bisschen mehr Gameplay erwartet. War nicht schlecht, was man da gespielt hat, aber es war halt mehr ein interaktiver Film, interaktive Serie und ja, da erwarte ich eigentlich ein bisschen mehr Gameplay und mehr, ja, nicht alles so wirklich nach einer Linie, sondern dass ich mir auch bestimmte Wege selber suchen kann und so weiter und so fort. Ja, man soll sogar sterben können in diesem Spiel hier. Und ja, hier steht er noch exklusiv für Oculus Quest. Was steht dazu? Da steht jetzt noch nicht so groß was zu, oder? Das neue Star Wars Spiel wurde bislang nur für Oculus Quest angekündigt. Also, eine Rift-Version ist noch nicht bekannt, aber soll man deshalb halt nicht abschreiben. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass das wirklich ein Verkaufsmagnet sein soll für die Quest und dass das erstmal exklusiv für Quest 2 bleibt und vielleicht ein Jahr später oder so dann auf der Rift erscheint. Lassen wir uns einfach mal gespannt sein darauf. Und ja, hier gibt's, was gibt's hier? Schauen wir einfach mal rein. So, das Ganze ist jetzt hier auch so ein bisschen, ja, Making of, sage ich mal. Ich werde es jetzt nicht ganz hier anschauen. Schaut euch das gerne selber an, wenn ihr das gerne sehen möchtet. Und also da gibt es jetzt keine richtigen Gameplay-Szenen oder so. Und ja, schaut da einfach selber mal rein. Ist auf jeden Fall interessant. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach mal zur Facebook Connect-Seite. Und ja, hier sehen wir auch nochmal Facebook Connect offizielles Programm vorgestellt. Ist auch auf mix.de und das werde ich auch nochmal in die Beschreibung packen. Schaut da definitiv mal rein. Hier sind die Keynotes, was es alles gibt. Und ja, ich bin mir noch nicht sicher, ob ich da morgen definitiv dann einen Livestream mache oder so. Muss ich echt mal schauen, wie spät das Ganze wird und so weiter und so fort und wie es zeitmäßig auch aussieht. Okay, und das Ganze könnt ihr euch auf dieser Seite hier anschauen und blenden wir mal kurz hier ein. facebookconnect.com und hier läuft auch schon mal ein Timer. Wann das Ganze hier losgeht und hier könnt ihr auch nochmal die Keynotes und so weiter euch anschauen, was es alles gibt. Und ja, wer das Ganze in VR erleben will, ich habe es bisher echt noch nicht getestet, aber da gibt es diese Oculus Venues und darauf soll das auch zu sehen sein. Und ja, sind wir einfach mal gespannt, was darauf ist. Ich denke, ich werde da auch mal kurz reinschauen. Habe ich noch nie gemacht. Aber für Live-Events in VR ist das natürlich cool. Werde ich auch verlinken, also schaut da definitiv auch mal rein. Und ja, ich würde sagen, wir können zum nächsten Thema gehen und das wäre die Vive Focus Plus 5G. So, kommt eine Vive Focus Plus 5G Edition raus. Ist momentan natürlich alles in der Schwebe und schauen wir uns einfach mal die Neuigkeiten an, die es jetzt gibt. Und zwar ist ein Benchmark-Resultat auf Geekbench erschienen am 9. September und da ist eine Vive Focus Plus gelistet mit XR2-Chip und das ist genau der Chip, der jetzt auch in die Quest 2 Einzug hält. Und ja, das ist der neue High-End, mobile High-End-Chip. Und ja, schauen wir uns das Ganze mal an. Als Modell ist eine HTC Vive Focus XR2 angegeben, die auf Basis von Android läuft. Und ja, der XR2-Chip basiert auf dem Snapdragon 865 und wurde Ende 2019 enthüllt. Er soll doppelt so schnell rechnen wie der in der Oculus Quest verbaute 835er Snapdragon. Und ja, das habe ich gestern ja schon in der Einmeldung erwähnt, dass der auch viel, viel schneller ist, der XR2, als der alte Chip, der jetzt verbaut ist. Und ja, hier steht, was es mir jetzt gar nicht klar war, 11-mal so viel Leistung für KI-Kalkulationen ist natürlich auch wichtig für die Entwickler. Und bis zu 7 Tracking-Kameras kann der unterstützen, soll 5G-tauglich sein. Und Auflösungen von bis zu 3000 auf 3000 Bildpunkten bei 90 Bildern pro Sekunde darstellen können. Ist natürlich auch einiges. Und
Ja, 5G-tauglich wäre dann natürlich ja, eine Maßnahme, unser kabellos zu werden, sage ich mal, ja, unser geliebtes Kabel. Und ja, das könnte man dann natürlich als, ja, sage ich mal, Oculus Quest sehen, die Verbindung mit dem PC aufnimmt, aber ohne Kabel. Also das wäre der absolute Hammer, sage ich mal. 5G ist natürlich in Verruf, schlimme Dinge zu tun. Also ich bin da kein Profi drin in Wellenanalyse. Ich kann mir gut vorstellen, dass verschiedene Wellenfrequenzen nicht gut für Lebewesen sind. Und ja, aber ob 5G jetzt schlecht gut ist, mag ich nicht zu sagen. Da müssen sich wirklich die Spezialisten mit auseinandersetzen. Ich kann mir gut vorstellen, ja, es gibt Wellen, ne, Mikrowellen, die sind mal gar nicht gut für den Körper. Und ja, dass es da draußen Wellenformen gibt, die nicht wirklich gut für uns sind, ist auch klar. Von daher, ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. 5G soll der neue Handystandard werden und soll mega große Bandbreite haben. Da gehen wir aber jetzt nicht wirklich ins Detail, sondern da kann sich ja auch jeder selber belesen. Braucht man einfach nur mal Google anzuschmeißen, sage ich mal. Und hier schreiben sie es anders: Der XR2-Chip ist der nächste autarke Next-Gen-VR-Chip. Und ja, bislang war er nur in der französischen Lynx R1 verbaut. Ja, jetzt hält er aber überall Einzug, ne? Quest 2 und so weiter und so fort. Und ja, ich bin gespannt, aber um HTC steht es ja nicht wirklich gut und die sind ja arg ja, finanzgebeutelt, sage ich mal. Und alleine die Vive Focus Plus hat den günstigeren 835er, der auch in der Quest verbaut ist, drin. Und alleine diese Brille kostet schon 1.000 € und ganz ehrlich, die werden so den VR-Markt nicht, ja, übernehmen ist falsch, aber die werden damit ihre Brillen nicht verkaufen können, bei dem Preis und was Facebook da mit der Oculus momentan raushaut. Wenn die Preise von der Quest 2 stimmen, können die einpacken. Ganz ehrlich, die können einpacken. Bei dem Preis überlegt sich doch keiner mehr dann, ja gut, Facebook-Gegner vielleicht, ne, dass die sagen, ich zahle jetzt mehr für die Vive Focus, zahle ich jetzt 1.200 €, sage ich mal, so ein Fantasiepreis und kaufe nicht die billigere Quest 2, weil ich Facebook nicht mag. Gibt es natürlich auch. Ich würde es nicht machen, aber momentan steht ja sogar in der Schwebe, dass das Teil überhaupt rauskommt. Ne? Also, ob das überhaupt rauskommt, ob HTC es rausbringen will und kann. Also finanziell kann, ne? Das ist Thema. Und ja, also für uns VR-Fans wäre es natürlich cool. Desto mehr VR-Brillen, desto besser. Der stärkere, finanzstärkere wird sich natürlich irgendwann durchsetzen. Ob es das bessere System dann wird, was sich durchsetzt, ist immer die Frage, ne? Bei VRS war es so, dass sich nicht das bessere System durchgesetzt hat. Ich glaube, bei den HD, DVDs, Blu-rays und so weiter hat sich auch immer irgendein System durchgesetzt und ob es das bessere war, stand auch immer in den Sternen. Und ja, so wird es bei VR auch sein. Das sind die momentanen News zur Vive Focus Plus. Ich wollte es noch mal anreißen. Finde ich ganz interessant, besonders, dass da auch der XR2-Chip verbaut ist. Und ja, kommen wir einfach zum nächsten Thema und das wäre Netflix. Ja, Netflix AR könnte ziemlich entscheidend sein. Und ich muss momentan sagen, also momentaner Status, AR ist für mich total uninteressant. Es hat Potenzial, richtig interessant zu werden, aber momentan gibt es da einfach noch keine guten Brillen, die wirklich Einzug bei uns gehalten haben und auch bezahlbar waren, vernünftig. Da kommen wir gleich nochmal zum anderen Thema, habe ich ja eben angekratzt. Die Samsung baut da, bastelt ja da an was. Und ja, aber Netflix findet AR sehr interessant und ja, Netflix hat ja bisher fast alles erobert, unsere Wohnzimmer, unsere Handys, unsere Tablets. Und ja, gerade als ich auch im Urlaub weggeflogen bin, sah ich im Flugzeug Leute, die guckten alle mit ihren Handys, Tablets und so weiter, Netflix-Serien, das hat man ganz klar gesehen. Man kann sich ja schön mit der App runterladen, die Filme oder Serien, die man da gucken möchte.
kann die bequem in der Zugfahrt, im Flugzeug und so weiter schauen. Und ja, ich selbst habe es auch gemacht. Ich habe mir auch ein paar Lieblingsserien rausgesucht und habe die dann während des Fluges geguckt. Und ja, den Markt haben die komplett erobert und da versucht Amazon ja auch einzusteigen. Hat natürlich auch schon viel Platz gewonnen, aber meiner Meinung nach ist Netflix da noch einen Schritt weiter nach vorne. Und ja, und Netflix-Chef Reed Hastings hat es gesagt, die Entwicklung der Display-Technologie schreitet ja immer weiter voran. Und TVs zu Hause sind ja auch echt, die werden immer besser, immer preiswerter. Es gibt schon sehr gute 40, 50 Zoll für 300 bis 500 €. Da sprechen wir schon von 4K-Displays und ja, 8K hält auch bald Einzug in die Wohnzimmer, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher. Und ja, das hat Netflix natürlich auch schon erkannt und die sind sich auch klar, dass die Displays immer besser werden. Und ja, Reed Hastings hat jetzt gesagt, Augmented Reality könnte ziemlich entscheidend sein für den Markt. Und auch wenn er sich sicher ist, dass VR momentan das bessere Bild bietet, ist er sich sicher, dass AR da besser wäre für Netflix. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern. Ich finde VR einfach viel besser für Netflix. Nicht nur jetzt aktuell, im aktuellen technischen Stand, sondern auch für die Zukunft, weil ich möchte eigentlich, wenn ich dann Netflix gucke, komplett abgeschirmt sein und nicht nur irgendwie mit einer Brille HoloLens. Klar, man sieht dann die Umgebung weiter, aber ich finde, man kann dann halt viel besser abtauchen in den Film. Ist aber wahrscheinlich Geschmackssache. Ja, und die möchten halt irgendwann den AR-Markt dann auch erobern. Den VR-Markt werden die auch irgendwann erobern, das ist für mich auch ganz klar. Und ja, am liebsten hätten die, wie hier oben gesehen, eine HoloLens-Brille, sage ich mal, oder AR-Brille, Kontaktlinse. Und ja, die Kontaktlinse finde ich auch ganz cool mit dem Netflix-Logo. Und ja, da gibt es ja ein Startup, das nennt sich Mojo Vision und die bauen so eine Kontaktlinse. Natürlich jetzt nicht für Netflix selber, sondern für ganz andere Dinge auch. Und ja, schauen wir uns einfach mal kurz diese Seite auch noch an von Mojo Vision. Und ja, weitere 51 Millionen US-Dollar für smarte Kontaktlinse. Und ja, die sind da momentan dabei, sowas zu bauen und zu entwickeln. Auch natürlich für Leute mit Sehschwächen. Da könnten natürlich ja, Sachen eingeblendet werden, verbessert werden, vergrößert werden, was man sieht und so weiter und so fort. Und für solche Leute mit Sehschwächen, Sehbehinderungen wäre das natürlich mega. Und ja, das sagen die, das schreiben die auch hier, ne? Und ja, die ersten Kontaktlinsen waren sogar auch, glaube ich, irgendwie noch wirklich mit Kabeln raus. Und ja, Leuten, denen das dann vorgestellt wurden, die haben natürlich dann so eine VR-Brille aufgekriegt. Ist ja ganz klar, dass die jetzt nicht wirklich alle Redakteure, sage ich mal, die da daran teilnehmen durften, dass die da so eine Kontaktlinse dann reinbekommen haben. Nee, da haben die dann wirklich einen, ja, VR-Pressedemonstration wahrscheinlich gebaut. Und da konnten sie sich das da Ganze anschauen, wie das dann wirklich mit so einer Kontaktlinse dann irgendwann mal aussehen wird. Finde ich interessant, so eine AR-Kontaktlinse, aber ich glaube, da sind wir noch sehr, sehr, sehr weit von entfernt. Und das ist eine monochrome Kontaktlinse, also nichts mit Farbdisplay oder so. Also monochrom ist ja schwarz-weiß und ganz klein, einfach gehalten. Und ja, da kommt noch in den nächsten Jahren, Jahrzehnten natürlich mega viel Technik auf uns zu in AR, VR-Bereich. Und ja, aber gerade sowas finde ich interessant, was wirklich Menschen, die krank sind, helfen kann. Nicht nur halt für die Konsumgesellschaft, für unseren Spaß, Spielespaß und so weiter, sondern auch wirklich für Leute, die krank sind, was denen dann auch wirklich, ja,
mehr Lebensqualität bringt. Also das finde ich interessant und ja, wenn ich sowas finde, werde ich da auch weiterhin drauf ja, eingehen, euch zeigen, weil ich halt sowas super mega finde. Auch Neurolink, auch wenn ich ihn gruselig finde, aber sowas kann später halt auch mal Leuten helfen, die Prothesen brauchen und so weiter und so fort. Ja, aber von AR kommen wir jetzt zum nächsten AR-Thema und das wäre: Bastelt Samsung an HoloLens-Kopie? Ja, hier sehen wir das eingereichte Patent von Samsung zu ihrer HoloLens-Kopie. Aber ja, was heißt schon Kopie? Also Oculus hat mit der Quest angefangen und dann sind auch alle nachgekommen und ja, sind das jetzt alles Kopien? Also klar wird da mit Sicherheit super viel Benchmarking betrieben. Die ganzen Brillen werden auseinandergenommen und aber um Sachen zu schützen, gibt es ja 1 Milliarde Patente für so eine Brille und ja, ist jetzt übertrieben, aber ziemlich viele. Und ja, da werden die mit Sicherheit die ganzen Firmen sich immer wieder absichern, damit Patente nicht direkt geklaut werden. Ja, auf jeden Fall hat Samsung da jetzt ein Patent in der WIPO eingereicht, das eine AR-Brille zeigt, die der HoloLens verblüffend ähnlich sieht. Ja, hier sehen wir auch die zwei Frontkameras oder eine Kamera. Auf der anderen Seite wird noch eine sein. Hier sehen wir den Spiegel, glaube ich, der das Bild zu uns ins Auge wirft, sage ich mal. Und ja, AR ist noch nicht bei dem Privatverbraucher angekommen. Es gibt diverse Brillen, steht jetzt hier, wie ich eben schon erwähnt, auch HoloLens, aber das wird eher für den Unternehmerbereich benutzt und nicht für uns Privatanwender, weil es halt auch zu wenig Anwendungen gibt, die für zu Hause sinnvoll sind. Ja, da krankt es genauso wie am Anfang für VR-Brillen, ne? Da gab es ja auch kaum Inhalte und ja. Aber ich habe mich ganz ehrlich mit dem AR-Thema noch nicht so wirklich auseinandergesetzt. Berichtigt mich gerne, wenn ich da Mist und Scheiße erzähle. Muss ich das jetzt ausblenden? Gerne in die Kommentare, wenn ihr vielleicht sogar eine AR-Brille zu Hause habt und da berichten könnt. Ich bin immer interessiert an solchen Berichten von euch auch. Und ja. Arbeiten in Unternehmen zusammen an 3D-Objekten. Dafür sind so AR-Sets wie HoloLens momentan bestens geeignet, wie hier steht. Und ja, Microsoft ist nach der beinahe Pleite von Magic Leap da einsamer Marktführer, wie hier steht, in diesem AR-Bereich. Und ja, Magic Leap hat es ja fast zerrissen, sage ich mal. Und die erholen sich, glaube ich, jetzt so ganz langsam wieder. Ja, auf jeden Fall gibt es hier auch wieder ein Patent. Und Samsung hatte vor kurzem schon ein Patent einer eher konsumentenorientierten AR-Brille gezeigt. Da gehe ich auch gleich nochmal drauf ein. Da gibt es auch eine Mix.de-Seite von. Und ja, hier steht es auch. Das neue Patent zeigt zwei Kameras in der Vorderseite, also hier. Natürlich für Objekteerkennung, ne? Unseren Raum, Handtracking. Und ja, wie schon gesagt, die holographischen Linsen werfen das Bild über ein Spiegelsystem, ähnlich wie bei HoloLens, direkt ins Auge des Nutzers. Und das waren die zwei Spiegel, die wir da eben gesehen haben, die so ein bisschen ja, schräg flach da dran saßen. Die HoloLens 2 schafft nur ein diagonales Sichtfeld von ca. 50 Grad. Und da ist natürlich interessant, was Samsung da anpeilt. Über die Hardware wird jetzt momentan noch nicht berichtet. Ja, da bin ich einfach mal gespannt, wann es da Neuigkeiten gibt. Da werde ich natürlich auch wieder in meiner News-Sendung darüber berichten. Und jetzt zeige ich euch noch mal ganz kurz diese konsumentenorientierte Brille. Und das ist ein Bericht von Oktober 2019. Sieht so Samsungs erste AR-Brille aus. Und ja, hier sehen wir, sieht so fast aus wie so eine kleine Taucherbrille, würde ich sagen. Und ja, das könnte die AR-Brille sein von Samsung. Und da gibt es jetzt aber noch nichts wirklich Handfestes zu, sage ich mal, außer hier die paar Brillen und Patente, die man so sieht. Die paar Brillen, die paar Bilder. Und ja, ich werde es definitiv
in die Beschreibung packen, die ganzen Links. Wenn ihr da Interesse habt, schaut einfach rein, lest euch das Ganze nochmal durch. Und ja, jetzt kommen wir zu unserer Gaming-Section und als erstes der Zombie-Shooter Propagation. So, da sind wir bei der nächsten News und ich möchte euch das Spiel Propagation vorstellen, was so viel heißt wie Vermehrung. Und ja, erstmal gute Neuigkeit, das Game wird umsonst sein, also ihr könnt es komplett umsonst nutzen und es wird am 25. September erscheinen und ist ein Wave-Shooter von einem ganz neuen ja, Indie-Entwickler, sage ich mal. Und ja, die haben sich jetzt gedacht, unser erstes wirkliches Spiel möchten wir gerne umsonst rausgeben oder unsere erste Erfahrung, es soll eine kleine Experience sein, eher, glaube ich. So wie ich es verstanden habe, ich konnte es leider noch nicht testen. Ist noch in Klärung, ob ich es für euch jetzt schon vorab testen darf. Wenn ja, werde ich definitiv ein Video dazu machen. Und ja, wie wir hier schon sehen, es handelt sich um Zombies, um Spinnen, also alles, was man so gerne hat, ne? Das dürfen wir dann bekämpfen und uns stehen dann mehrere Waffen zur Verfügung. Ja, das wird hier auch ganz toll. Und ja, hier steht auch Play for free on Steam. Und wir schauen uns jetzt mal die Steam-Seite an. Und ja, wie ihr seht, der Ben ist auch wieder am Start, ne? Den wollte ich euch nicht vorenthalten. Der ist ja schon, ja, wie letztens ein Zuschauer geschrieben hat, unser Maskottchen, ne? Also der Ben wird unser Tupac VR-Maskottchen hier werden. Ob der das auch will, weiß ich gar nicht. Oder Ben? Ja, der ist froh, dass er hier dabei sein kann. Und ja, leider wird es kein Koop-Gameplay. Also das wäre schon mega geil. So Spiele mag ich am liebsten im Koop zocken. Und ja, bisher nur ein Einzelspieler. Und ja, unterstützt wird die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift und die VMR-Brillen. Wir können im Sitzen, im Stehen spielen und so weiter und so fort. Und hier sehen wir die ganze Zeit so ein ja, kleines GIF. Schauen uns gleich mal den Trailer an. Und ja, hier sind noch mal die Links zur Webseite, zum Twitter-Account und zum YouTube-Kanal von Propagation oder von WannaDev Studio. Und ja, ich würde sagen, wir schauen uns jetzt einfach mal den Trailer an. Ich habe ihn selber noch nicht ganz gesehen. Ich habe nur mal kurz reingeschaut. Und ja, lassen wir uns einfach mal überraschen. Viel Spaß. Okay. Ja, das war Propagation und der Trailer war schon ziemlich krass, also blutig auf jeden Fall. Aber in VR, Zombie-Games müssen ja immer blutig sein und Zombies und Spinnen sind ja noch furchteinflößender. Vielleicht sind es auch Zombie-Spinnen, wer weiß. Ja, ich halte euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden. Wenn ich es vorab spielen kann, testen kann, werde ich es definitiv machen und dann wird es nochmal ein separates Video geben. Ansonsten schaut einfach auf Steam am 25. September rein. Da wird es dann freigeschaltet und ja, ich bin auch gespannt, wie es wird und wir werden es dann alle live testen können. Zum nächsten Thema. So, da sind wir beim nächsten Spiel, Gnomes and Goblins. Und nach meinem Kenntnisstand ist Gnomes and Goblins vor 4 Jahren, glaube ich, in die Entwicklung gegangen. Und so wie es jetzt aussieht, wird es jetzt fertiggestellt am 23. September, also in 8 Tagen nach meinem jetzigen Status. Ja, es ist ein Fantasy-Adventure als VR-Simulation wohl geplant. Und ja, man kann so dem Leben der Goblins zuschauen, man kann mitmachen und so weiter und so fort. Wir gucken uns gleich einen Trailer an. So viel habe ich jetzt da noch nicht zu gesehen, aber es sieht echt fantastisch aus, total süß gemacht das Ganze. Und ja, ich glaube, da kann man schon einige Zeit drin verbringen. Und ja, das Ganze kommt für die Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift raus. Soll im Sitzen und im Stehen gespielt werden oder gespielt werden können. Und
Ja, ist von WeAre und die haben schon The Blue programmiert. Und ja, wer es nicht kennt, ich werde es unten mal in die Beschreibung dazu packen. The Blue, da könnt ihr euch mal einen Trailer dazu anschauen. Und ich bin echt gespannt aufs Spiel Gnomes and Goblins. Ich bin gespannt, ob ich es testen darf. Wäre natürlich nice, weil das sieht so süß aus. Und ja, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zur YouTube-Seite und schauen uns den Trailer an. So, da sind wir beim Trailer und ich würde sagen, wir beginnen direkt und schauen uns mal an, was da so zu sehen gibt. Viel Spaß! Wohl cool aus. Ja, das war der Trailer von Gnomes and Goblins und ich muss sagen, mega. Also hat mir total gefallen. Total süß gemacht und ja, was haben wir jetzt gesehen? Wir haben gesehen, dass wir teilweise kleine Minispielchen haben und ja, da gibt es auch irgendwie diese Floßfahrt, wo die Zwerge zu sehen waren, die man auch abwerfen musste. Man musste Bewässerungsgräben anlegen und ja, Sachen anpflanzen. Und um wahrscheinlich das Volk zu ernähren. Und wie es nachher aussah am Ende, kam man in irgendeine Halle, wo man, also man sah so eine Statue. Und ich denke mal, das sollten wir dann sein, dass wir so eine Art Gott sind für die Gnome. Da sehen wir es auch nochmal im Bild. Kann ich mir gut vorstellen, dass das so gemeint ist. Und boah, ich will das unbedingt testen, weil das sah so süß aus und so genial gemacht, total so. Ja, Fantasy-mäßig, total abtauchen in diese Welt und ja, diese Melodie hat es auch in sich gehabt, könnte ein Ohrwurm werden. Ja, im Großen und Ganzen fand ich es jetzt gut, also für den ersten Trailer und ich bin echt gespannt, wenn es Gameplay gibt, zu sehen gibt und wenn ich es testen darf, werde ich es definitiv auf meinen Kanal ja, hochladen. Da hat mich gerade meine Katze so ein bisschen gestört. Ja, Leute, am 23. September ist es soweit. Gnomes and Goblins erscheint dann. Und ja, ich bin gespannt. Und was sagt ihr dazu? Gerne in die Kommentare. Und kommen wir zum nächsten Thema. So, die letzte Spiele-News steht an. Und da haben wir einmal Ubisoft bringt Far Cry VR in Arcades. Und auch noch Argos, aber am PC. Und ja, kommen wir erstmal zu Far Cry. Leider nicht für die VR-Heimsysteme. Aber es erscheint 2021 für die VR-Arcades. Und ja, momentan bin ich mir da nicht sicher, ist das ein guter Schritt, denn in der Corona-Zeit, wie hier auch in dem Artikel steht, sind natürlich auch sehr viele VR-Arcades pleite gegangen, leider, und konnten sich nicht über Wasser halten, wie auch, wenn man ja, seinen normalen Tagesbedarf an Besuchern nicht decken kann, sage ich mal, und ja, kein Geld einspielen kann. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher.
ist es der richtige Schritt von Ubisoft, da VR-Arcade-Spiele zu programmieren? Ich weiß nicht. Auf jeden Fall heißt der Titel Far Cry VR Dive into Insanity und ist bis zu 8 Spielern ausgelegt. Schauplatz sind die aus Far Cry 3 bekannten Rock Islands. Und ja, die Arcade-Besucher treffen dann auf den Bösewicht Vaas und können da wahrscheinlich dann mit bis zu 8 Leuten da gegen diese bösen Buben, sag ich mal, kämpfen. Ist natürlich trotzdem interessant. Also VR-Arcades müssen natürlich auch mit Inhalten gefüttert werden, ist auch ganz klar. Aber momentan bin ich mir nicht so sicher, ob das zur jetzigen Zeit der richtige Schritt ist. Aber gut, das erstmal dazu. Und da können wir uns jetzt mal kurz den kleinen Trailer hier anschauen. Did I ever tell you the definition of insanity? Sah auf jeden Fall schon mal sehr cool aus, finde ich. Ja, ich sag mal, da in so einer Arcade-Halle rumlaufen mit mehreren Leuten ist natürlich cool. Und kann ich mir aber jetzt noch nicht vorstellen, wie das Gameplay da wirklich aussieht, weil man kann ja nicht unendlich da auf der Map laufen. Ob man dann irgendwann einfach nach vorne teleportiert wird oder so. Müssen wir einfach mal abwarten. Wenn es da genauere Infos gibt, wird es mit Sicherheit dann nochmal ein News-Video zu geben. Und ja, sah auf jeden Fall cool aus und der Bösewicht hat es ja auch in sich, ne? Wer Far Cry kennt, der hat den bestimmt geliebt, den Junge. Ja, dann kommen wir mal zum nächsten Thema und das ist Argos. So, hier sind wir auf der Seite von Ubisoft und die haben Argos entwickelt, A Game of Space. Und ja, das ist mehr, soll wohl mehr so eine Simulation sein. Ja, bevor uns den Trailer mal, ich wollte schon sagen, unwatchen, anschauen, hier nochmal ein bisschen was zur Story. Wir schreiben das Jahr 2057. Die Erde ist verdammt. In einem letzten Schritt, um zu überleben, begibt die Menschheit sich in Hunderten von Schiffen und legt ihre Zukunft in Händen von einer künstlichen Intelligenz, würde ich fast sagen, um wieder normale, bewohnbare Planeten zu finden und die Zivilisation wieder aufzubauen. So, mal sowas zur Story. Ob das jetzt was für mich ist, weiß ich nicht. Ob das mich dann wirklich mitreißt. Aber wir schauen uns jetzt mal den Trailer an. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Thank you.
Ja, das war Argos oder der Trailer zu Argos und ja, was haben wir jetzt gesehen? Also es ist wirklich Simulation. Wir müssen wahrscheinlich auch immer wieder Sachen ernten, entwickeln, bauen, reparieren und da haben wir ja gesehen, da war so eine, ja, Meteorit wurde abgefangen, da wurde dann gebohrt, da konnte man Sachen upgraden auf dieses Teil da, auf diesen Roboter oder diesen Ernteroboter da ja, wechseln, die Arme konnte man wechseln und ja, ich denke mal, so muss man nach und nach sein Raumschiff auch verbessern und so weiter und so fort und muss dann irgendwann halt einen vernünftigen Planeten für die Menschheit finden. Und ja, ich kann mir momentan noch nicht das Gameplay vorstellen. Also ich habe da jetzt den Trailer zwar gesehen, weiß, um was es sich so geht, aber wirklich, wie das Gameplay jetzt aussieht, kann ich mir echt nicht vorstellen. Ja, aber sah interessant aus. Gibt es mit Sicherheit auch Leute, die auf solche Games stehen, besonders diese harten Simulationen. Ich weiß aber nicht, wie krass das Ganze jetzt hier auf Simulationen getrimmt ist. Aber ja, wir werden es einfach erfahren. Und ja, das war's mit der heutigen Show, würde ich sagen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Abo-Button nicht vergessen. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen zu Themen habt oder eure Meinung gerne ja, kundtun möchtet, gerne in die Kommentare. Dann können wir gerne miteinander schreiben und ja, uns darüber mal austauschen über ein paar Sachen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ben sagt ciao.